So, ich mache jetzt noch mal ein paar Ankündigungen und ein paar Erklärungen. Ich hoffe mal, dass es nicht ausufert. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Und zwar, es geht wieder um die Zeitenwende und um mein Verhalten danach. Gut, das mit der Zeitenwende, es war ja, das muss man sich in Erinnerung rufen. Vor einem Monat habe ich erst von diesem 16.10. hier angefangen. Ich habe schon in der Vergangenheit oft so das vom Grundsatz her, ja, von einer Zeitenwende so Überlegungen angestellt und habe dann auch zugegeben, dass ich da, was Datumsmäßiges angeht, schon oft daneben lag. Und ich aber da eine Überzeugung zugrunde liegt, unabhängig von Datum, und dass ich dann eben die Hoffnung ausgedrückt habe, dass ich auch noch vom Datum her das richtig verstehe im Licht eben biblischer Prophetie. So. Und jetzt sieht es für mich so aus, als ob es jetzt dieses Mal tatsächlich zutrifft. So. Und was wir hier sehen in Israel erfüllt alle Kriterien dessen, also im jetzigen Stadium, worauf es zusteuert, sage ich mal, also die Richtung, die es eingenommen hat, erfüllt die Kriterien, die ich immer angenommen habe. Es hat diesen Schrecken dieser Zeit, der ist noch nicht voll entfaltet, aber es steuert darauf zu. Ja, also ich muss ein bisschen den Ball natürlich immer flach halten, weil es ist immer noch nicht 100% bewiesen, dass es da jetzt kein Fehler drin ist in dieser Berechnung und Überlegung. Aber wenn man mal jetzt davon ausgeht, dass es sich bewahrheitet, dann will ich Folgendes nochmal erklären. Also ich bin schwer enttäuscht von der Gesellschaft, wie meine Analysen angenommen wurden. Das hat mit Zensur in den Medien zu tun, bei Google und so weiter, aber es hat auch mit der Ignoranz einer Idiotengesellschaft zu tun. Man sieht hier die monatliche Zugriffszahlen. Das war schon im Jahr 2021 hier, das war doch 2021, ja genau, das ist hier ist 22, hier ist 21. Das war schon bei 20.900, also bei 21.000. Jetzt teilt man es durch 30, dann hat man im Durchschnitt 700 Aufrufe im Tag. Und jetzt haben wir gestern zum Beispiel, nee, halt mal, das ist jetzt, ja, aber da, man kann auch das durch 30 teilen, ja. Also hier 5.700 im August, das sind also unter 200 Aufrufe täglich. Oder jetzt im September knapp über 6.000, also da kommt man dann auf circa 200 täglich, ja. Also das ist nicht mal ein Drittel ungefähr, wie es 2021 war. Ja, das heißt, ich erreiche nichts so in der Gesellschaft. Und jetzt denken manche Leute, ja, du musst freundlicher sein, du musst die Leute mehr umwerben und so. Passt mal auf, passt mal auf, passt mal auf.
Ich stelle also fest, wenn ich in die Vergangenheit blicke, es gab mal eine Zeit, da habe ich sogar Medien angeschrieben, weil sie so viele sachliche Fehler machen, weil sie Journalisten einfach so strohdumm sind, dass ich ihnen etwas angeboten habe, was es damals noch nicht gab, aber was es jetzt mittlerweile mit diesen Faktencheckern. Sowas Ähnliches, sage ich mal, habe ich zum Zeitpunkt, als es noch nicht gab, denen angeboten, weil die Journalisten einfach zu dumm sind und sie eine Logikunterstützung brauchen. So, nehmen wir mal an, das wäre angenommen worden. Dann hätte dazu führen können, dass ich dann, wie soll man sagen, durch diesen guten Willen, der dadurch gezeigt worden wäre, ich in meinem Urteil über die Medien mich anders entwickelt hätte. Man kann ja vieles auch so, wie soll man sagen, dann entschuldigend irgendwie, ja, wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht und irgendwie so, versteht ihr? Aber ich sage das ganz frei, dass ich das damals gemacht habe. Und da werden jetzt manche das so sehen, ja, das ist wie wenn jetzt so ein zurückgewiesener Liebhaber oder so, wenn dann der Liebe in Hass umschlägt oder so. So ist es nicht zu verstehen. Da ging es nicht um Liebe oder Hass, sondern ich sag's ganz ganz offen. Ich habe mich gegenüber Medien gewandt mit einer Einstellung, an einem Strick ziehen, sage ich mal so, wo das noch denkbar war. Aber meine späteren Erfahrungen insgesamt sind so, dass ich immer kritischer wurde und für mich mittlerweile ist es ganz, ganz klar, ich erreiche nichts. Und es kommt mir niemand mit, dass mein Stil nicht gut sei. Nein, es ist unentschuldbar. Wenn die Argumente Substanz enthalten, dann ist es unentschuldbar eine total Ignoranz. Weil ich war dann, nachdem ich anfangs so ganz offen war, also schon ein bisschen länger her, aber anfangs im Kontakt mit den Medien ganz offen war, habe ich irgendwann Dings eingeführt, meine grobe Gesellschaftskritik, Gernot Hassknecht-Stil und so weiter. Und habe dann aber Medien ausdrücklich gesagt, ja, wenn ich, das ist mein Stilmittel, und wenn ich auf Leute treffe, die nicht ignorant sind, kann ich ja auch das Stilmittel irgendwie wieder weglassen oder so. Aber über das sind wir alles hinaus. Und deshalb kündige ich Folgendes an: Wenn nach der Zeit, also jetzt am 16. ist nach meinem Verständnis die Zeitenwende. Wenn danach, nach dieser Zeitenwende, jetzt sage ich mal plötzlich, nehmen wir mal an, jetzt käme plötzlich ein Journalist, wird sagen, von einem ja, sagen wir mal Bildzeitung oder Spiegel oder irgend so ein Mainstream und wird sagen, Herr Faisal, Sie haben da, ich bin auf Ihre Recherchen gestoßen in dem Kriminalfall, das beeindruckt uns, ja, wir würden Ihnen hier gerne Sendezeit geben, um Ihre genialen Gedanken hier praktisch zu vorzustellen und so, dann
Achtung, dann werden viele Leute sagen, Mensch, das ist doch klasse. Schau mal, jetzt endlich, jetzt da, es hat halt lange gedauert, aber jetzt hat sich doch irgendwie so und so und so. Und jetzt Achtung. Und Achtung, nochmals. Und das ist das eine, und das sage ich, meine Antwort ist der Ruf nach der Vernichtung und Ausrottung dieser Medien. Nicht töten von Journalisten, ausrotten von Medien heißt die Firmen. Es mussten schon Medien einfach die Existenz einstellen, weil sie sich in den Augen der Öffentlichkeit so unglaubwürdig gemacht haben. Der Name fällt mir jetzt nicht ein, aber da gab es in England so ein ganz spezielles Beispiel dafür. Auch in Deutschland, Huffington Post war ein Projekt, die sind ja mit dem Fokus zusammen, haben das aufgebaut, die haben das einfach komplett wieder eingestellt. Huffington Post gibt es in Deutschland nicht mehr. Und so eine solche Ausrottung der Marke werde ich in Zukunft fordern. Und jetzt Achtung, selbst wenn man sich auf Knien vor mir entschuldigen würde, wenn man alles zu Füßen legt, bin ich mittlerweile so weit, dass ich nichts, keine Entschuldigung annehme. Ich bin nur noch auf die maximale Zerstörung und Vernichtung und Ausrottung dieser gesamten Mainstream-Medienlandschaft fixiert. Nochmal, Atlantic. Moment. Das ist die Seite, wo das kommt, ja. So. Das sind diese Mainstream-Medien, die von Amerika beherrschten Mainstream-Medien. Und nochmal, selbst wenn sie sich auf Knien vor mir entschuldigen würden, es gibt, da muss man drauf achten, wenn Menschen bereuen, muss man als Gericht versöhnungsbereit sein. Aber deshalb, ich sage ja das mit dieser Zeitenwende. Wenn, deren Macht ist begründet, dass ein Zeitgeist praktisch Macht hat. Und diese Macht eines Zeitgeists wird zerbrechen, nach meiner Meinung nach bei der Zeitenwende, und dann auch deren ihre Macht. Es ist nicht das Geld allein irgendwie, wo man sagen kann, ja, die haben so viel Geld, die sind unangreifbar und die können sich alle Werbepsychologen und alles, an dem liegt's nicht. Die Leute werden ihnen nicht mehr glauben. Die Leute werden ihnen, wenn dem Zeitgeist, diesem teuflischen Zeitgeist, der hier dahinter steht zurzeit, wie das genau zu verstehen ist, habe ich in meine Videos erklärt, mache ich jetzt nicht. Aber wenn dem Zeitgeist seine Zeit abgelaufen ist, wird man diesen Medien nicht mehr glauben.
Und dann werden sie sich anbiedern versuchen. Werden sie Einsicht heucheln. Werden sie so kommen, ja, lasst uns doch in einer großen Gemeinsamkeit, großen gemeinsamen so und so jetzt an einem Strang ziehen. Und ich sage euch, auch wenn das Unvorstellbare eintreten würde und die mir eine Sondersendezeit geben würden und mir zu Füßen liegen, ich kündige an, dass ich nur noch an der Ausrottung interessiert bin. Keine Entschuldigung mehr. Aber Achtung, das ist etwas, wo ich jetzt nicht auf die Menschen beziehe. Nicht Ausrottung gegenüber Menschen und nicht, dass man Menschen, wenn sie um Gnade flehen, praktisch so pauschal sagt, nein, keine Gnade, nur Tod und Vernichtung. Ich rede hier von Institutionen. Ich rede hier von Institutionen, keine Gnade gegenüber diesen Institutionen und Marken. Nur Ausrottung. Das heißt nicht, dass was dann nachwächst, dass das dann etwas, dass man dem immer vertrauen kann. Das wird mit der Zeit, ist das alles in der Gefahr auch vom Schlechten unterwandert zu werden, das ist ganz klar. Aber es ist einfach, denn ich wollte es einfach nochmal sagen, mit diesem Tag der Zeitenwende wird diese zusätzliche Radikalisierung geben, die ist so, bisher wäre ich mit einer Kapitulation zufrieden gewesen, aber das bin ich zukünftig nicht mehr. Ich habe nur noch wirklich die Ausrottung im Sinn. Es gibt keine Entschuldigung, keine Kapitulation, es gibt nur die Vernichtung. Aber friedlich. Friedlich, legal, ohne Hass. Aber eben die Ankündigung, es werden keine Entschuldigungen angenommen. Ab dem Tag der Zeitenwende werden keine Entschuldigungen angenommen. Das will ich nur sagen, aber ja, das wird man mir dann versuchen, einen Strick draus zu drehen, dass es Hass und Gewalt und Ausrottung sei ja sowieso, ich sei ja ein Amokläufer. Nein, nichts von dem. Ich kämpfe auch nicht so jetzt um irgendwie, wenn meine Zeit noch nicht gekommen ist, wäre es völliger Blödsinn jetzt versuchen irgendwie Amok laufen und um irgendwas zu kämpfen. Ich warte ab, aber so wie ich seit Jahrzehnten in einer Warteposition bin, aber wenn meine Zeit kommen wird, dann nochmal, es geht nicht darum, dass ich jetzt ein gewalttätiges Vorhaben habe, sondern ich sage ja, wenn jemand dem Tag der Zeitenwende, ab dem 16.10., wenn dann, das was es ja seither so nicht gegeben hat, es gab schon Medien, also RTL hat mich schon mal angefragt, aber im Fall Nick Stolz und später gab es nochmal einen Kontakt über einen Angehörigen in einem anderen Fall und so weiter. Aber da habe ich schon reserviert. Ich war bereit, denen gegenüber meine Position darzulegen. Ich habe aber gesagt, ich will nicht
dass es irgendwie erscheint wie bei einer Kooperation, wie jetzt der Petermann zum Beispiel mit RTL, ich ja denen ihr Hausdetektiv oder Kriminalist und so weiter. Ich will nichts mit denen, mit RTL zu tun haben, so, aber ich würde ihnen eben Rede und Antwort stehen in den Dingen, wo ich da, wo ich etwas zu sagen habe. So vom Prinzip her. Aber ja, jetzt, ich sag's wirklich, und ich sag's auch im Dings, mit meiner, ja, das ist also ein gescheitertes Medienprojekt, so, wenn man jetzt meine Website sagen kann, betrachtet. Wenn sich daran was ändert, dann tue ich das rein Gott zuschreiben. Nicht, dass, also auch wenn Menschen jetzt irgendwie beteiligt wären und sich Einsicht zeigen oder irgendwas, ich werde das nicht so verbuchen, dass ich sage, ja, also dass es mein Verhältnis zur Gesellschaft ändert oder verbessert. Es ist eine, also ich stelle fest, dass ich in dieser Gesellschaft kein Gehör bekomme. Ich gehe unter, auch wenn ich über meine Situation, schwierige Situation berichte, das ist der Idiotengesellschaft scheißegal. Auch meine, auch sonst, es gibt da keine Leute, die, ja, es hat so im Dings, in 3 Jahren haben wir, oder es ist ja über 3 Jahren, es ist ja Ende 2019, also in 4 Jahren habe ich insgesamt 200 Euro vielleicht bekommen, zwischen 100 und 200. Und ja, ich will das jetzt nur eben sagen, Leute zu mobilisieren, dass sie beim Dings was unternehmen im Fall der Wiener Reichsbrücke und da Medien anschreiben. 7 Leute haben darauf reagiert, aber nach wochenlangen immer wiederkehrenden Appellen, also ganz zäh war das. Die und Unterstützer sind in der Regel Schaulustige, sage ich mal. Ich will jetzt nicht jeden Einzelnen irgendwie, aber die Masse sind einfach nur Schaulustige und versteht ihr, die ganzen Fridays for Future Idioten, die werden missbraucht. Die werden für Lügen eingespannt. Es ist alles Scheiße, was sie machen. Es ist nutzloser, schädlicher Dreck. Aber es sind Leute, die zumindest irgendwie Aktivisten sind. Wenn ich mir jetzt mein Publikum anschaue, dann sind es in aller Regel Schlafmützen. Und ja, also so viel Kritik muss sein. Ich will jetzt, wie gesagt, jetzt nicht zu massiv jetzt das eigene Publikum, aber kritisieren. Aber ja, es gibt zu kritisieren. Auf jeden Fall ist die Bilanz katastrophal. Ich gehe in dieser, wenn ich jetzt auf mich gestellt bin in dieser Idiotengesellschaft, gehe ich unter. Wenn sich daran etwas ändert an meiner Untergangssituation, dann habe ich das keinen Menschen zu verantworten. Habe ich da keinen Menschen dafür
zu danken. Wenn mir mal jener, was weiß ich, 20 Euro gegeben hat oder irgendwas, ja gut, danke für 20 Euro. Ich lebe in diesem Dings, dass ich untergehe in dieser Gesellschaft. Hier kann man nichts erreichen. Muss untergehen. Wenn ich aber nicht untergehe, werde und auch wenn dann Leute kommen in Zukunft und auch wenn sie sich entschuldigen, ich werde das nicht mehr annehmen. Im Zwischenmenschlichen, rein Zwischenmenschlichen, ja, okay, da muss man versöhnungsbereit sein, aber das ist dann, wenn das jetzt Journalisten machen, so, sage ich mal, dann werde ich schauen, dass ich mich ihnen als Menschen gegenüber christlich verhalte, aber als Vertreter von Institutionen werde ich gnadenlos ihre Vernichtung anstreben. Also die Vernichtung dieser Institutionen. Hier gibt es keinen Raum für Versöhnung und für irgendwas. Hier gibt es nur noch Krieg. Und auch wenn man sagt, jetzt wollen wir Friedensverhandlungen, es gibt keine Friedensverhandlungen, es gibt nur Krieg und Vernichtung. Aber Achtung, nicht gegenüber einzelnen Menschen ist es gedacht, sondern gegenüber Institutionen. Wenn es wirklich, ich war in der Vergangenheit offen und entgegenkommen und bereit, aber wenn es wirklich die Zeit dieses Zeitgeistes ausgeschöpft wird, sozusagen, ja, so wie es jetzt, darstellt, und es gibt bis zuletzt nur Ignoranz mir gegenüber, dann wird es danach, wenn dieser Zeitgeist nicht mehr an der Macht ist, und es opportun wäre, irgendwie mit mir sich gut zu stellen, dann wird es keine Verständigung geben, sondern dann wird es nur Vernichtung geben von meiner Seite. Nur Vernichtung und Ausrottung. Aber nicht gegenüber Menschen, sondern gegenüber Institutionen. Also, deshalb, heute ist es noch ganz fern. Heute ist es noch ganz fern, sich das vorzustellen. Die sind ja noch so mächtig und alles und wer bin ich? Also dann lacht einfach drüber. Aber ich sag's euch, wenn sich irgendjemand, weil das werden ja auch meine Dings nicht verstehen, mein Publikum, wenn jetzt das ARD oder ZDF oder so irgendwo sagen würde, ja, okay, die Reichsbrücke, ja, das ist ja ganz tolle Information, das bringen wir gleich und so. Wollen Sie nicht in einer Sondersendung Ihre Erkenntnisse darlegen? Nein, es geht dann, versteht ihr, in dem Moment wären das ja noch mächtige Medien und es wäre ja von mir irgendwie unvernünftig, so ein Angebot nicht anzunehmen, aber das kündige ich an, dass ich hier nur noch eins im Sinn habe, bedingungslose Vernichtung, nicht mal eine Kapitulation würde ich hier noch annehmen, nur Ausrottung und Vernichtung. Okay,
dass das mal so geklärt ist und wie das entstanden ist und wie man es aber trennen muss. Man darf so mit so einer Dings nicht gegenüber einzelnen Menschen agieren. Mit so einer Einstellung, ich akzeptiere keine Entschuldigung, ich akzeptiere keine weiße Fahne, es gibt nur Ausrottung und Vernichtung. So darf man mit Menschen nicht umgehen, aber mit Institutionen erkläre ich das. Es gibt nur noch Krieg gegen diese Institutionen. Keine Verhandlungen, kein Entgegenkommen, kein, auch, versteht ihr, wenn man jetzt einen realen Krieg hat, muss man ja auch, wenn der Gegner mit der weißen Fahne kommt und dann muss man auf was weiß ich, aufs Rote Kreuz und alles Mögliche acht geben und so weiter, und das ist ja auch richtig, aber wenn es sich um einen geistigen Kampf handelt mit Institutionen, dann sage ich, es gibt ab dem Moment, wo der Dings ist, wo das der Zeitenwende ist, gibt es nichts mehr außer Vernichtungskrieg gegen diese Medien. Ja. Und das wollte ich so nochmal erklären, dass das auch das Publikum weiß. Und vielleicht wäre ich ja auch sonst, was weiß ich, wer weiß. Gut, ich sage mal, dass man seine Meinung ändern kann, das ist natürlich, das ist immer möglich. Und und dann ist es noch so, wie es mit der Ausgestaltung ist. Was kann man von dem, was wenn ich mit sowas erfolgreich wäre und man die tatsächlich alle vernichten könnte, was müsste man zum Beispiel? Was kann man? Man muss ja nicht die Häuser und das Inventar in Schutt und Asche legen, sondern letzten Endes geht es ja darum, dass Medien an sich grundsätzlich weiter existieren dürfen. Also und auch die Journalisten will ich ja nicht ausrotten als Menschen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Leute nochmal die heute dran sind, die müssen meiner Meinung nach den Beruf wechseln, weil die sind untragbar in Zukunft, ja. Ja, und da kann man jetzt sagen, das ist ja alles Spinnerei und Tagträume und was weiß ich. Es ist einfach so, wenn ich sage es immer wieder, viele Sachen kann man nicht nachträglich sagen, weil wenn man das irgendwann mal bringt, dann versteht es kein Mensch. Wenn man es vorher sagt, so wie jetzt aus so einer Situation wie jetzt, wo ich noch keinen Erfolg habe irgendwo, dann ist es was ganz anderes, wie wenn man praktisch, nachdem man Erfolg hat, Aussagen macht, wo es dann heißt, dass jetzt ist dem der Erfolg zu Kopf gestiegen. Ist nichts zu Kopf gestiegen, weil ja jetzt auch kein Erfolg da ist. Und was es natürlich auch noch gibt, es gibt auch noch die Aussage, Hochmut kommt vor dem Fall. Und da sage ich, Achtung,
Das ist eine andere Situation. Bei mir ist der Fall schon da. Bei mir wäre es dein Hochmut im Fall, während dem Fall praktisch. Und das kommt bei mir davon, dass ich gern, wenn ich untergehe, dann mit wehenden Fahnen, sage ich mal. So wie alles jetzt läuft, muss ich von meinem Untergang ausgehen. Und ja, dann eben mit wehenden Fahnen. Und wenn sich aber das Blatt wendet, dann ist es gut, wenn man es rechtzeitig etwas dazu gesagt hat. Weil was ich jetzt in der Situation sage, ist was ganz anderes, wie wenn ich irgendwie jetzt angepasst wäre, dann käme ein Erfolg und dann würde ich erst großes Maul aufreißen. Nein, das mache ich in einer anderen Reihenfolge. Ja. Ja, okay. Also ich will einfach auf das hinweisen, wie radikal ich werde nach der Zeitenwende. Nicht gefährlich, nicht amokläuferisch, nicht gewalttätig, aber ja, Moment. Das sind gut, ich hab's ja gesagt und jetzt schauen wir uns an, wie sich die Zeitenwende entwickelt. Eine Zeitenwende, zu der unter anderem der Kollaps der Vereinigten Staaten von Amerika gehören wird. Der Untergang einer Weltmacht. Aber das ist jetzt nicht das ist jetzt nur eine Begleiterscheinung. Das ist nur eine Begleiterscheinung, dass ein Zeitgeist seine Zeit abgelaufen ist. Da ist in der geistigen Welt etwas, und wo dann das praktisch so in der materiellen Welt, was man dann sehen wird auf der Weltbühne, was nur eine Folge dort ist. Aber das Wesentliche ist auf der Ebene der Zeit, des Zeitgeistes, ja. Ich will dem Publikum, weil wenn ich es, also es ist damit zu rechnen, dass mir meine Radikalität vorgehalten wird. Dass man mir dieses Thema, ja, man muss, warum denn nicht am gleichen Strang ziehen und so weiter und so fort. Wenn sich jemand entschuldigt, na, ist doch christlich, wenn man dem einander vergibt und so weiter. Und das sage ich heute schon. Auf der zwischenmenschlichen Ebene kann es da manches geben. Aber zum Beispiel ein Kinderschänder, wenn der jetzt sagt, ich habe mich geläutert, der muss trotzdem, oder ein Mörder, dem, wenn der jetzt sich bekehrt und läutert, muss er trotzdem seine Strafe absitzen. Und ein Kinderschänder, wenn er sich bekehrt und läutert, hat er trotzdem kein Recht mehr als Kindergärtner zu arbeiten oder so irgendwas. Das hat er lebenslang verwirkt.
Da muss man ihm nicht sagen, da muss man nicht sagen, ja, ihr müsst ihm doch vergeben. Und so, nein, der soll sich einen anderen Beruf suchen. Der muss nicht als Kindergärtner arbeiten. Das ist einfach, das mit diesem Thema Vergebung, das ist, da kann man nicht so etwas einfordern damit, wie wenn man sagt, wie wenn jetzt der Kinderschänder fordert, ja, ihr müsst mir vergeben und mal, ihr habt meine Strafe abgesessen und ihr müsst mir auch vergeben und da heißt nein, nicht in Bezug darauf, wieder als Kindergärtner zu arbeiten, nein, das kann man auch jemand lebenslang verwehren und hat recht damit, ja. Und ja, und so will ich das jetzt es gibt Sachen, wo, wenn jemand Reue zeigt, wo man eben nach christlichen Grundsätzen darauf reagiert. Aber das, das ist jetzt nicht, dass man da so einen Automatismus, wie man jetzt sich aus Folgen davon stellen kann, die man sich selber eingebrockt hat. Da gibt es keinen so Automatismus. Und es gibt eben auch Sachen, die werden nicht vergeben. Und das eben speziell auch gegenüber Institutionen und so sowas, ja. Ja, okay, dass das einfach gleich mal klar ist. Ein Erfolg meinerseits nach der Zeitenwende wird nicht zur Versöhnung führen mit irgendwelchen Institutionen. Interessant wird es natürlich, weil das ist ja etwas, da habe ich ja jetzt Medien erwähnt, ich habe aber natürlich auch Feinde in der Justiz, jetzt Politiker. Habe jetzt noch nicht festgestellt, dass jetzt ein konkreter Politiker mir Schwierigkeiten macht. Das ist dann eher eben indirekt, dass die eben schon einen Haufen Scheiße machen, aber eben auf einem anderen Niveau, wo wir uns nicht direkt begegnen bisher. Aber mit der Justiz habe ich zu tun. Und ja, ich sag mal, die Verbrecher in der Justiz, ja, also man kann jetzt, es ist ja so, die Idee des Rechtsstaats ist natürlich schon richtig, deshalb wird es da natürlich schon in Richtung Reform gehen müssen. Da kann man jetzt, also wenn RTL mit Stumpf und Stiel und mit dem Namen noch ausgerottet ist, da fällt der Welt nichts. Aber wie soll's jetzt das auf Staatsanwaltschaften und Gerichte übertragen? Das ist jetzt ein Thema, ja, da kann man drüber nachdenken. Da läuft es dann unterm Strich etwas anders, aber es ist ganz klar, eine Amnestie wird es nicht geben. Eine Amnestie wird es nicht geben gegenüber diesen Verbrechern. Ja. Ja, und natürlich ist das jetzt hier erstmal verrückt oder klingt verrückt,
wenn jetzt so ein kleiner Bürger hier seine Regierungserklärung, also in der Form einer Regierungserklärung hier den Umgang mit seinen Feinden hier schon mal im Vorab bespricht. Natürlich ich bin mir vollkommen bewusst und deshalb sage ich immer wieder, wir haben eine Situation, wo ich ganz bewusst mit satirischen Stilmitteln eine reale Hochbegabung so thematisiere, dass ich praktisch den Bereich von größtem Universalgenie der Menschheitsgeschichte verbinde mit der Weltherrschaft. Und natürlich muss man das als unrealistisch betrachten. Deshalb ist die Beschäftigung damit natürlich satirisch geprägt. Ist ja ganz klar. Nur darf man dabei ja offen lassen. Wir haben ja gesehen, wie beim Zelensky, der ein Verbrecher ist und nicht mein Vorbild. Aber wie bei, er war auch reiner Schauspieler und ich, aber ohne meine Begabungen zu haben, ist er dann in die Politik gekommen. Er hat nur kommunikative Begabungen. Wie eben ein Schauspieler hat. Aber er hat nicht meine Begabungen so in der Sache, er hat nicht meine Substanz. Aber trotzdem hat man da gesehen, wie das so ein Grenzbereich zwischen Satire und Realität geben kann und wie es dann bei ihm praktisch, wie er in der Realität Präsident wurde, wobei er das vorher nur in einer Satire-Sendung praktisch gespielt hat, einen Präsident. Also, das ist, ich eifere dem nicht nach, aber es ist ganz klar und offen, wie sich sowas Satirisches dann in der Realität entwickelt und wo dann da genau die Grenzen sind später zwischen Satire und Realität. Das ist das eine und das ist alles zulässig. Und dann ist eben noch etwas weiteres Religiöses, dass ich unabhängig von meiner eigenen Person aus der biblischen Prophetie entnehme, dass es einen Prophet geben wird, jetzt noch als Weltherrscher. Das ist meine zulässige persönliche Bibelerkenntnis. Da gibt es Religionsfreiheit. Und ja, es ist auf jeden Fall kein Wahn. Ich kann das alles so schön erklären, einordnen, wie es zu verstehen ist. Und ja, und verweise auf meine Biografie, dass ich nicht jemand bin. Also die Verrückten sind immer dann gefährlich, wenn sie denken, ihnen schwimmen die Fälle davon. Und wenn sie ungeduldig werden und etwas erzwingen wollen. Und meine Biografie ist das Gegenteil von etwas erzwingen. Meine Biografie ist die des Wartens, des geduldigen Wartens, dass von Gott her die Zeit kommt für eine Veränderung. Ja. Und an das werde ich mich weiterhalten. Und habe jetzt nur eben die gesteigerte Hoffnung, dass diese Zeitenwende, von der ich rede, auch für mich gelten könnte. Und dann wird sich meine Situation ändern. Dann werden sich Machtverhältnisse ändern, wenn das so kommt. Und ja, dann hat man es mit Opportunisten zu tun. Und
dann hat man es dann auch mit Leuten zu tun, die sagen, oh, du bist unversöhnlich und so weiter und so fort. Und all das, dem begegne ich durch solche Erklärungen im Vorfeld. Ja, und das sind die Medien ein Beispiel. Das sind die Medien ein Beispiel, und es wird sich aber auch auf Behörden übertragen, auf Behörden, auf Politik, auf alles Mögliche, aber angepasst. Angepasst, wie gesagt, manchmal steht der einzelne Mensch im Vordergrund, den man natürlich jetzt nicht ausrottet. Manchmal kann man eben sich auf Institutionen stürzen, wo man viel radikaler sein kann. Das wird sich zeigen, aber wichtig ist, dass es auf jeden Fall ich jetzt schon im Vorfeld was dazu sage, weil sonst ist das später einfach unglaubwürdig irgendwann, wenn man es dann zu spät sich positioniert. Ja, also diese Positionierung ich muss abwarten, was die Zeitenwende mit sich bringt. Das kann auch sein, dass es eben zuerst mal meinen völligen weiteren Absturz mit sich bringt, und ja, dann bleibt es so, alles gesagt, wie es gesagt ist. Und wenn sich aber bei mir was ändert, ja, dann ist es auch, praktisch sind diese Erklärungen schon mal abgegeben jetzt, und dann wird man sehen. Und auf jeden Fall, hier darf man nichts aus dem Zusammenhang reißen, versuchen mir einen Strick zu drehen, versuchen kann man viel, aber das ist nicht zulässig und würde dann auch Folgen haben. Ja. Also für die nahe Zukunft ist mir wichtig, alles gesagt zu haben und dann das am Horizont Absehbare ist mein Untergang. Wenn es sich daran aber etwas ändert, ja, dann wird's eine Aufarbeitung geben. Und einen Vernichtungsfeldzug gegen alle solche Medieninstitutionen. Ja, ganz, sage ich ganz offen, und ja, als Feinde der Menschheit. Und eben, wie gesagt, da wird man sehen, was von der Justiz dann am Ende dann noch übrig bleibt. Von einer kriminellen Verbrecher-Drecksjustiz. Und so weiter. Ja, wie gesagt, vielleicht liege ich ja auch wieder daneben mit dem endgültigen Datum, und kann ja sein, ich empfinde dann in einer Woche oder zwei Wochen das Ganze eher als Pleite für mich, dass ich sage, oh Mann, jetzt habe ich
dass ich sage, oh Mann, jetzt habe ich da was gedacht, aber das tritt ja so jetzt nicht ein. Ja, das wird sich dann zeigen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich wie gesagt, ich bin das gewohnt, ich kann mit Rückschlägen umgehen und abwarten. Aber wenn es mal soweit wäre, dann müssen manche Sachen einfach vorher gesagt werden. Also, aus jetziger Sicht wäre die Zeitenwende in weniger als einer Woche. Und ich sage immer, so wie jetzt die Geschehnisse in Israel, die zu einer Zeitenwende auf dem ganzen Planeten beitragen werden, wie das jetzt eine Woche vorher gestartet ist, so werden auf jeden Fall nicht jetzt alle Sachen, dass man sagen kann, jetzt schauen wir nur auf den 16. Weil das ist ja auch, wenn man sich das anschaut, Tora-Kalender. Es geht um den ersten Tag des 7. Monats. Das ist der Tag des Posaunenfests. Und ich habe es immer wieder gesagt, es ist so, dass dass der Kalender um einen Monat verschoben ist. Wir sind hier im der jüdische Kalender, sind wir schon im also sind wir jetzt momentan im siebten Monat schon, aber es geht ja um der erste Tag des siebten Monats, wo die Juden auch ihr Neujahrsfest feiern, was auch falsch ist, aber was die halt so machen. Also das war schon am 16. Dezember. Da ist das Yom Teruah, Day of Trumpets, Tag, Posaunentag. Aber eben vom Sonnenuntergang dieses Tages bis zum Sonnenuntergang des nächsten Tages. So. Und wenn man jetzt den nächsten Monat hat, dann ist es eben so. Jetzt schauen wir uns das an. Also am 14., am Samstag, den 14., sieht man hier schon Neumond eingetragen. Und wenn ich sage, und das ist ja beim Mondkalender, beim jüdischen Mondkalender, beginnen ja die Monate am Neumond. Aber eben nicht da, wo es jetzt wirklich ganz dunkel ist, man gar keinen Mond sieht, sondern dann, wenn der Mond wieder am Aufgehen ist praktisch. Wenn man schon ein bisschen die Mondsichel sieht in der Nacht, dann ist am nächsten Tag der Monatsanfang. Jetzt steht hier aber am 16. abends erst, weil der Tag beginnt bei den Juden abends. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das, wie das jetzt von der Bibel her einzuordnen ist, ob das auch wieder so eine Verdrehung ist von den Juden oder wie man das sehen soll. Das heißt, dann gehört ja der 17. auch noch zu dem Tag dazu. Und inwieweit das jetzt stimmt, oder inwieweit sich's nur auf den 16. bezieht, das weiß ich jetzt spontan auch nicht. Das heißt, aus diesem Kompliziertheit des Kalenders, mit Neumond, aber dann wieder
wenn man vom Mond etwas sieht und dann aber wieder die darauffolgende Tag. Aber bei den Juden fängt der Tag am Abend an, also verrückt, verrückt das Ganze. Das heißt, da ist sowieso eine gewisse Verschiebung möglich, weil ich es einfach gar nicht gut genug verstehe. Und dann ist es eben auch noch so, dass es gar nicht, dass es ja nicht alles an diesem Tag jetzt erwartet, an dieser Zeitenwende. Da ist etwas, was zur Zeitenwende gehört, wie dieser Anlass für diesen neuen Nahostkonflikt. Das ist jetzt schon im Vorfeld passiert. Manche Sachen werden auch nach dem 16., also viele Sachen werden nach dem 16.10. passieren. Man muss es nicht so fixiert auf einen Tag sehen, aber rückblickend, wird es dann, denke ich, wenn ich recht habe mit meiner Einschätzung, wird es eben um diese Zeitenwende gehen, am Tag des ersten Monats, am ersten Tag des 7. Monats dieses Posaunenfest, was sich am einen Monat verschiebt, weil der Jahresanfang von den Juden falsch berechnet wird. Alles kompliziert, aber ja, und jetzt gilt es einfach abzuwarten. Jetzt gilt es einfach abzuwarten, Ball flach zu halten, aber dann auch alles gesagt zu haben. Wenn es sich rausstellt, ich habe mich bei etwas nochmal geirrt, dann habe ich mich eben geirrt nochmal. Aber das sind eben meine Gedanken, die ich jetzt heute zu dem ganzen Thema habe. Und ja, und wenn ich recht habe, wird es, wie gesagt, eine Zeit der Weltkatastrophen geben jetzt. Dann ist es auch, wie gesagt, wichtig ist, nicht zu vergessen, dass es, wie es heute ist, weil ich denke, irgendwann kommt die Zeit, wo, so wie ich das gesagt habe, was ist denn, wenn die Medien plötzlich so einsichtig wären und praktisch um ihre Institutionen zu retten, völlig bedingungslos kapitulieren würden. Vielleicht habe ich auch schon mal gesagt, dass das meine Forderung ist und ich dann auch zufrieden wäre. Aber davon, wenn ich das mal so gesagt habe, dann rücke ich davon ab. Nein, für die Institutionen selber wird es keine Gnade geben bis zur Vernichtung. Das ist meine Einstellung. Es gibt keine Verständigung oder irgendwas, sondern die müssen ausgerottet werden. Ja, nicht die Menschen, aber die Institutionen. Und ja, ich sage mal, das ist schon sinnvoll. Also in Hass darf es nicht abgleiten. Also Hass gegen Menschen, das darf es nicht werden. Deshalb ist schon gut, wenn man sich im Vorfeld so ein bisschen Gedanken macht, ja, über das Ganze. Und ich habe ja gesagt auch, dass die Katastrophen, die es jetzt auf der Welt geben wird,
nach meiner Einschätzung nach dazu dienen, dem Prophet Gottes Respekt zu verschaffen auf der Erde. Und ja, das ist dann etwas, wie soll man sagen, wenn wann ist es genug Respekt? Wenn jetzt jemand, sage ich mal, ja, da ist das Gute, das muss nicht ich entscheiden. Das muss nicht ich entscheiden, weil ich, also das muss man jetzt ja nicht annehmen, dass ich irgendwie selber für irgendwelche Katastrophen auf der Erde zuständig bin. Nein, das liegt bei Gott. Und da kann man sich dann überraschen lassen, ja. Wie viel Katastrophen Gott denkt, dass nötig sein werden. Ja, wie sich es entwickelt und soweit dazu.